Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fan 2020 und ich muss noch ein paar Sachen umstellen. Und vor allem mal die Audioeinstellung. Die haue ich mir mal gerade ein bisschen laut aufs Ohr. Gute Titelsprache, Deutsch. Und die Funksprache stütze ich mir natürlich auf Englisch. Don't let them get away from you. One of them might make a mistake that lets us back in. So. Haus. Standardmäßig drum führen. Ja, die Musik ziehen wir mal ein bisschen runter. Die Dialoge kann man hochlassen. Effekte. So. Dann muss ich mal gerade mal kurz gucken mit dem Lenkrad, was soweit passt alles. Kalibrierung passt. Und fürs Feedback. Ich glaube, ich fahre hier auf 50. Okay. Speichern. Lass mal so. Perfekt. Müssen wir eh gucken, wenn wir dann gleich auf der Strecke sind. So, gucken wir mal, virtueller. Können wir Intercession sein? Da wissen wir ungefähr, wie immer, wie lange es sein wird. Gut. Und dann gehen wir zum ersten Mal rauf auf die Strecke heute. So, passt soweit. Haben wir alles schon gekriegt, die Infos. Wie sieht es aber vom Wetter aus? Qualifying und Rennen trocken. Okay. Zum Auftakt ist es mal gut. Ich habe nämlich nur ein trockenes Setup. Ich habe noch kein nass Setup gefunden. Rennen dann 15 Runden. Ja, passt auf jeden Fall. Gehen wir rein ins erste freie Training heute. Da freue ich mich ja nicht drauf. Endlich geht's los. Mit unserem 11. Team. Wir haben 22 Fahrer am Start. Und im Moment muss er noch nachladen. Ja. Hey boss, this is Jeff. Just wanted to say thanks for trusting me as your race engineer. I won't let you down. The car is ready to go, but it's brand new, of course, so there may be a few issues here and there. We'll be keeping a close eye on all the data. So, Garagentutor, jetzt müssen wir mal Tutor. In der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1 Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst, die du dann für die Entwicklung deines Autos investierst. Im Laufe dieser Trainings kannst du auch deine Autoeinstellungen anpassen, um noch ein paar Sekunden Bruchteile herauszuholen. Das Reglement sieht vor, dass du nach jedem freien Training 2 Trockenreifensätze für das Wochenende zurückgeben musst. Also hol das meiste aus ihnen raus, solange du kannst. So. Okay, los geht's. Autoeinstellungen laden. Ich habe, wie gesagt, nur das Setup für Australien. Ich habe noch nicht viel gefunden. Also müssen wir uns die nach und nach erarbeiten. Ja, 22 Autos, wie gesagt, am Start. Unser Teamkollege auch mit dabei. Heute. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development.
So, ich guck mal gerade überhaupt, wie das Wetter überhaupt komplett aussieht am Wochenende. Training 1, Training 2, Training 3, aber perfektes trockenes Wochenende. Perfekt. Gut, dann fahren wir mal auf die Strecke. Und ich teste mal, wie das Auto sich anfühlt. So, oben links läuft die Uhr mit. Da wissen wir ungefähr, wie es aussieht. Und ich habe hier den virtuellen Rückspiegel drin. Damit ich weiß, was hinter mir passiert. Also, wie gesagt, sitzen wir noch nicht nach. Sehen wir es noch ein bisschen nach, dass ich mit dem Auto noch nicht so vertraut bin. Es ist ein komplett neues Auto. Also, es wird nicht so laufen wie in der FH 2019 am Ende, dass wir mit Renault alles abrocken. Also, ich habe dann auch mit dem Toro Rosso in Belgien noch das angewonnen. Das wird hier jetzt ein bisschen was anders werden. Ich bin froh, wenn wir nicht letzter sind mit beiden Autos. Und wie gesagt, läuft die Uhr mit. Können wir gar nicht umstellen? Mit der Benzinmenge? Oder macht er das automatisch, wenn wir nachher auf die Strecke gehen? Weil die ganze Zeit jetzt auf Mager zu fahren, ist jetzt auch schwachsinnig. Ja, wie gesagt, endlich geht's los. Offiziell mit dem Freitag. Gestern noch ein bisschen Tutorial, ein bisschen Einwendung und alles rum und dran und dann. Jetzt geht's hoffentlich ja nicht los. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel and VMFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, ich habe ja bei der Teamgründung auch so überlegt, nimmst du Minardi, nimmst du Arrows, eine von den beiden, also beide Teams gab's ja schon mal. Minardi ist natürlich klar bekannt für diese Talentschmiede. Also der Vorbesitzer des Toro Rosso Teams, die jetzt heißen sie ja Alpha Tauri diese Saison. So, okay, wir brauchen tatsächlich jetzt nicht zu gucken, das Benzingemisch. Ich fahre jetzt auch die Michael Schumacher Edition, deswegen habe ich auch alle Features und alles, alle DLCs. Und deswegen kann ich auch für euch heute schon ein bisschen aufnehmen. Weil das Spiel ist offiziell seit vorgestern raus. Seit 3 Tagen, seit Dienstag raus. Und heute ist ja Freitag. Naja. So, mal gucken, was die Zwischenzeiten jetzt gleich sagen. Natürlich klar, die schnellste Runde. Aber das ist normal, wenn keiner auf der Strecke ist. Ja, bin auch gespannt auf die neuen beiden Strecken in den Niederlanden und in Vietnam. We've only got 2 laps of fuel left. Das ist übrigens hier der offizielle Rennkalender, den wir fahren. Der hätte sein, den der eigentlich gefahren werden sollte. Aber aus bekannten Gründen klar, dass es ein bisschen kürzer gefahren wird. Deswegen stehen wir hier auch das erste Mal in Australien und nicht in Österreich auf der Strecke. So, ich mache eine gute Zwischenzeit. Über eine halbe Sekunde schon Vorsprung. Wie viel die Zeit wert ist, wenn man natürlich schauen, wenn dann die Konkurrenz fährt. Also in erster Linie Williams und Haas wahrscheinlich. Mit Alpha Tauri haben wir schon hinter uns, der auf jeden Fall auf Hard fährt.
Wir sind halt eingebüßt im letzten Sektor. Nee, natürlich klar. Das hat dicke Zeit gekostet und schön verbremst. Ich muss darauf aufpassen, dass ich nicht allzu viel kaputt machen, gerade was im Budget. Da ich jetzt ein bisschen auf andere Dinge noch achten muss, nebenbei nicht nur das Fahren, sondern auch was das Team betrifft. Klar, und umso erfolgreicher und umso besser wir sind. Okay, kein Red Bull, ist klar, davon nicht ankommen. Umso mehr Kohle sagt wieder, dann nimmt natürlich ein. Weil jeder Punkt und jeder gute Ergebnis ist, Bares Geld. The pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, wir haben noch 22 Minuten um. Wir fahren runter bis irgendwie 20 Minuten, meistens so 10 Minuten. Und dann gehen wir ins Pit 2, so wie wir das auch hatten im 19er. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, was die Zeiten haben. Vor allem, was macht unser Teamkollege, ne? Oh, das ist gelb. Ach, das ist, bin ich. Kein Sprit mehr. Scheiße. Da war ich ein bisschen viel zu viel aufs Fahren konzentriert. So, jetzt kommt der Ferrari dahinter, es müsste Ferrari sein. Die Frage ist, welcher von den beiden? Leclerc. Du kannst fahren, du brauchst nicht jetzt auf mich warten. Leclerc und dann mal vorbeilassen. Oh, Alter. Ja, momentan stehen wir auf P2 zwischen den Red Bull. Da hatte ich mich jetzt sicher erwartet, wenn ich ehrlich bin. Da werden wir tatsächlich auch die KI ein bisschen hochstellen. Weil das ist also ein bisschen unrealistisch. Da würde ich mich freuen, aber es wird nicht passieren. Ich will also auf 75 stehen. Momentan stehen wir auf 80, für 85 stellen. Da hinten kommt ein Renault. Und ich komme hier noch rechtzeitig rum um die Kurve, ohne dem jetzt im Weg zu stehen. Na komm, fahr. Giado, ja. So, ab in die Box. Jetzt muss ich noch ein bisschen was umstellen. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. So, Fahrhilfen. Ich muss mal kurz. Warte mal, wo war das hin? Ich muss das nämlich mal umstellen. Ah, die kann ich später was umstellen. Okay, 75 fahren wir. Das werde ich die hochstellen müssen. Krieg ich die nicht hin? Ne, krieg ich nicht. Ja, das müssen wir dann. Was ist denn, kommst du, was ist denn, Brauni? Müssen wir das tatsächlich nach und nach machen. Das kann man, glaube ich, nicht von hier aus machen. So, dann gehen wir mal in die Box, beziehungsweise rein. Wir haben die Garage geschoben.
So. So, dann gucken wir mal, was das hier zwischenzeitlich betrifft. Ja, wie gesagt, so unrealistisch, dass wir da oben auf einmal mitstehen. Wie gesagt, wenn wir dann am Ende gegen die Williams kämpfen oder so, die, vielleicht gegen die Haas oder gegen die Alpha, dann sollte das kein Problem sein. Irgendwo bei 18, 19 rum, das wäre ein Träumchen, wenn wir das schaffen würden. Aber so, so ein bisschen knapp. Ein bisschen krass. Sechster momentan. P6 sogar. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Bottas und Sebastian Vettel. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, okay. Ja, vor das gewohnte Bild. Mercedes und dann, ja, die Ferrari, aber wir gehören da oben irgendwo nicht rein. Ich so langsam gedrückt, Leute. Aber ich würde es gerne ein bisschen hochstellen. So, kann man die hier irgendwie umstellen, die Sachen? Rivalen, okay. Hier so wie Session Option. Ich sehe die irgendwie umgestellt. Doch, da unten kann ich es umstellen. Ja, ich probiere es mal auf 85. Ja, da waren wir auf 82. Weil. Ist sonst ein bisschen unrealistisch, wenn man auf neues Team direkt auf 6 einsteigen. Ich will halt lieber ein bisschen am Ende des Feldes ein bisschen kämpfen. Um meine Sachen. Sonst ist es nämlich auch doch langweilig. Gut, gehen wir einmal ins T2 und schauen uns mal an, wie das jetzt, was das für eine Auswirkung jetzt hat. Sitting comfortably, mate. We've got a sensor issue, and we're going to be stuck here for a while as we fix it. Ja, dann nehmen wir das mal. Sensorfehler brauchen wir nämlich nicht. Das verspringen wir mal kurz. So. Okay. A bit like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. Fahren wir mal raus. Und Williams, der vor uns fährt. Mit der neuen Lackierung. Gegen die wir ja gerne mal kämpfen würden. Das neue Team macht, das ist durchaus mehr Sinn. Nochmal, wir sind komplett neu gegründet Team. Ich weiß noch nicht, was mich jetzt erwartet, außer das Fahren. Und das ist der Russell für uns. Der wird sich für die Williams auch nicht mal so schlecht eigentlich. Sogar noch besser als das im letzten Jahr. Die Frage ist, ob der jetzt vorbei lässt, freiwillig. Ja.
Die Frage ist, ob der uns jetzt sagt, komm, ich lasse euch fahren. Das war klar. Es war viel zu spät gebremst. Ja, die Saison ist nicht nur 21 Rennen, die Saison ist sogar 22 Rennen. Wieder zwei neue Strecken dabei, mit Niederlanden und mit Hanoi, also mit Vietnam. Und ein Rennen ist leider ausgefallen in Hockenheim, also kein Rennen in Hockenheim. Was ich sehr, sehr schade finde. Die Strecke sehr gerne gefahren. Klar, viel. Oh, der bremst aber auch früh. Das Problem ist, ich komme immer heute nicht vorbei, ne? Wenn ich das im Rennen so hätte, dann wäre das super. Dann macht das nämlich richtig Laune. Da hat er einen schönen Verbrenner gehabt. Und das ist ja auch eine Änderung hier in der FN 2020 gegenüber dem letzten Spiel, dass die KI auch Fehler macht. So, Verbremse, die hatte man sehr selten. Die ist in der Strecke eigentlich eine Linie gefahren. Ich habe im 19er Wende wieder in die Karre gefahren jetzt noch. There's three laps of fuel remaining. Und hier machen sie einfach einen Fehler. Und das finde ich gut. Und den Russell, den haben wir schon mal hinter uns gelassen. Das ist ein Renault vor uns, das ist sowieso klar. Wo kommen wir Zeit nochmal? Aber die packen wir gerade. Mit guten Vorsprung, ja, durch die Fehler in der ersten Kurve. Wir haben ja einen Honda-Triebwerk in einem Heck. Das ist schon mal ziemlich kurz. Das wird jetzt ein 27er Zeit. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. Dementsprechend eine neue Bestzeit an 27,2. Zwar fahre ich mit der Automatik, aber ich schalte den Ball noch ein bisschen runter. Um einfach noch ein bisschen gegenzulenken oder gegenzufahren. Dann gehen wir zum 19er, fahre ich nicht als erstes mit dem fahre ich nicht als erstes meine Römerkurve, vielleicht stelle ich irgendwann um. Aber jetzt hier möchte ich mich eher mehr oder weniger aufs Fahren erstmal konzentrieren ein bisschen. Dann also können die KI noch ein bisschen hochstellen. Das kann ich, glaube ich, auf 85 bis 86 stellen. Weil, ja, doch, die Renault, die sollten eigentlich normalerweise auf uns unerreichbar bleiben. Ich würde mich nämlich noch neue Bestzeit werden. Voraussichtlich, wenn ich die nach Hause bringe, hier die Runde. Wir haben immer ein bisschen was verloren jetzt gerade. Hamilton, okay. Durchaus realistisch, aber wir werden auf jeden Fall nochmal unsere Zeit dann verbessern. Über eine halbe Sekunde hinter der Mercedes. So, Runde 4.
dieser Sprit. Dass man das nicht selber umstellen kann, sondern dann... Wenn die KI nochmal will. Ich muss hier reintasten, das ist es halt, ne? So, jetzt müssen wir den Williams nochmal ziehen hinter uns. Charles Leclerc, Bestzeit. Ferrari. Und dann P3. Oh, da kommt noch ein Red Bull hinter uns. Albon. Ich versuche gerade den Motor ein bisschen zu schonen, wenn ich ein bisschen hochschalte. Da kommen die Renault bei dem Formationsflug hinter uns. At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So. P9. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten an. Vettel, Bottas und Alexander Albon. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. So. Gut, dann geht es jetzt ins dritte Freitraining, aber ich würde, wie gesagt, die Kabine noch einen Ticken hochstellen. Selbst auf 82 wäre das zu krass. Ich schätze mal auf Richtung 90. Da sind wir auf 88 Stellen. Oder auf 87 kommen. Ja. So, Training 3. Wir gucken mal, was das uns erwartet. Ob das ein bisschen in Richtung Realismus ist. Ich muss, wie gesagt, ich muss mich ja von Test-Session zu Session reintasten. Wenn das jetzt wieder zu viel ist, dann drücken wir es auf 90. So. Okay. Dann gehen wir jetzt auf fliegende Runde, weil das Rossfahren haben wir ja in T1 schon gemacht.
So, gucken wir mal, was jetzt passiert. Wir müssen ja nur ein Team hinter uns lassen. Das ergibt unser Sponsor. Unser Sponsor sagt Top 10. Sprich, ein Team hinter uns lassen. Und das soll mit Alpha Williams sein. Ja, bei mir ist es letztendlich egal, wer es ist, aber wird wahrscheinlich Williams sein. Aber ich mag ja meine Team-Modes, muss ich schon mal sagen. Ich finde es cool, dass man quasi noch ein echtes Team dazu reinhauen kann. Ja, war lange überlegen. Es gab so zwei, drei Teams, wo ich sagte, die möchte ich gerne zurückhaben. Und habe mich dann letztendlich für das Albers-Team entschieden. Aber ich hätte gerne Mick Schumacher noch gehabt. Als Teamkollegen wäre cool gewesen, wenn der da dazugekommen wäre. Wir müssen tatsächlich ein bisschen warten, aber den letztlich immer mal dazu kriegen. Zwischen zufrieden sind, vielleicht können wir den ja dazu noch holen. In der Mitte der Saison. Ich habe gar nicht geguckt, wer die. Das hat, glaube ich, keiner gerade gefahren. 26-2. Vor dem Haas. Ja? Fahrer hinter mir. Repeat that. There's interference. Ich habe gewusst, was der Grosjean für eine Zeit gefahren hat. Fahrer hinter mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Grosjean is behind you. Their best lap time is a 1:28.0. Ja. Ein bisschen Zeit gekostet jetzt. Ich bin jetzt gefahren, 26.21,8 Sekunden vom Haas. Ah, okay. Also können wir noch ein bisschen hochschauen nachher. We have two laps of fuel remaining. So, schauen wir mal, ob wir eine Runde fahren können. Ja, das wird nicht reichen. Die neue Bestzeit. Knapp, aber reicht nicht ganz. Almost out of fuel. Mm. You need to pit within the next two laps. Na, der erste Sektor ist schon mal wieder Bestzeit. Es könnte eine 25er Zeit werden. Verloren im letzten Sektor. Ich nehme jetzt gerade das komplette Gas weg, weil die Runde wird, weil wir keinen Sprit mehr haben.
Fahren wir weiter zurück in die Garage. Und dann war es das mit dem freien Training. Gibt es sowas wie einen Fotomodus eigentlich in dem Spiel? Die Thumbnail und so, ich kann ja keine Original-Thumbnails mehr nehmen. Nehmen wir den Red Bull da hinten mal vorbei. Album. Oh mein Gott, ob es irgendwie ein Fotomodus gibt. Scheinbar nicht. Zurück in die Garage. Gehen wir mal zurück in die Garage. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Na, die werden wir natürlich nicht fahren. Die Dinger da. Aber sind wir wohl auch nicht gefahren. 25,6. Ja, gut. Ich werde die KI auch noch mal die Kuh stellen. Das ist mir natürlich noch. Klar freue ich mich, wenn ich Punkte geben würde, aber das ist mir zu best, noch zu gut. Ich muss mich natürlich noch ein bisschen was nach hinten arbeiten. Hier die Software. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Leclerc und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. Das machen wir dann aber am Morgen. Dann geht es weiter mit dem Qualifikationstraining. So, sehr gut. So, kurz mal was machen. Ich schalte mal auf 93. So, was haben wir noch für schöne Nachrichten bekommen? Aha, nur eine Information, okay. Ja, vor 5 und 9, okay. So, gucken wir mal. Haben wir noch irgendwas Schönes? Da ist einfach die Baum. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Gut. Ziehen wir mal ein bisschen was nach vorne. Ja, so passt das von der Stärke her. Wenn ein, zwei Teams hinter uns haben, ist das immer gut. Wenigstens, wenn wir da mit Top 10 rumfahren. Ich will mich da richtig reinbeißen in dieses Ding hier. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder zum Qualifying.